Hallo Tierfreunde! Es ist wieder Zeit fürs nächste Los. Mal schauen, was diesmal dabei rauskommt. Ein Wunsch von Marianne. Habt eine Idee, wie wäre es mit Avocado, Paprika, Basilikum und Zwiebel? Vielleicht Paprika so voll fett. Okay, also Avocado, Paprika, Basilikum und Zwiebel und viel Fett. Nein, Quatsch. Also ja, mal schauen, was daraus wird. Für euch wieder. Bis gleich, für mich bis irgendwann. Tschüss. Hallo Tierfreunde und willkommen zurück. Ja, der Wunsch von Mary Jane ist immer noch Avocado, Paprika, Basilikum und Zwiebel. Und als ich diesen Wunsch zuerst gelesen habe, dachte ich zuerst, da müsste man auf jeden Fall einen Avocado-Salat draus machen. Allerdings habe ich da, glaube ich, schon 2 Rezepte auf meinem Kanal. Deswegen musste auf jeden Fall was anderes her und ich hatte vor ewigen Zeiten mal einen Wunsch nach Milchbrötchen und da dachte ich, mit diesen 4 Zutaten kann man sicherlich super ein veganes Sandwich machen, in diesem Fall mit Milchbrötchen. Also habe ich diesmal eigentlich ein bisschen geschummelt, denn anstelle dieser 4 Zutaten könnt ihr auch alle anderen Zutaten nehmen, die man sich sonst so aufs Sandwich legen kann, zum Beispiel noch Tomate oder Champignons, aber ich denke mal, das stört euch nicht. Okay, los geht's. So, ich bin jetzt heute mal ein bisschen faul und mache den Teig in meinem Brotbackautomaten. Wenn ihr jetzt zu Hause zum Beispiel eine Knetmaschine habt, dann könnt ihr es auch darin machen. Das wird jetzt ungefähr 1,5 Stunden geknetet mit zwischenzeitlichen Ruhephasen. Wenn ihr das mit Hand macht, dann knetet es einmal gut durch, lasst es eine halbe Stunde gehen, knetet es nochmal durch und lasst es nochmal eine Stunde gehen oder noch ein bisschen länger vielleicht sogar. Dann solltet ihr das gleiche Ergebnis bekommen. So, ich habe jetzt hier 500 Gramm Mehl. Das ist jetzt Mehltyp 630. Milchbrötchen sind ja eigentlich Brötchen mit hellem Mehl. Aber ich wollte jetzt ehrlich gesagt nicht das ganz feine nehmen, das 450er Mehl. Und ob das Rezept mit Vollkornmehl genauso funktioniert und ob die Brötchen dann genauso weich und fluffig werden, das ja, habe ich noch nicht ausprobiert. Könnt ihr vielleicht machen, wenn ihr Lust habt und schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob es funktioniert hat. So, dann braucht ihr 3 Teelöffel Trockenhefe. Ihr könnt auch frische Hefe nehmen. Dann braucht ihr ungefähr einen halben Würfel, wenn ihr einen Vorteig anrühren wollt. Dafür nehmt ihr einfach nur die Hälfte von Mehl, also 250 Gramm, und löst die Hefe in der Milch auf, gebt das Mehl dazu und lasst das Ganze ungefähr eine Stunde stehen und gebt dann die restlichen Zutaten dazu. Wenn ihr das jetzt so macht wie ich werde nämlich keinen Vorteig anrühren, ich werde alles gleich in den Teig geben und sofort unterkneten, dann braucht ihr ungefähr einen Würfel Hefe. Dann braucht ihr 250 ml Sojamilch und da könnt ihr auch jede andere Pflanzenmilch nehmen, die ihr gerne möchtet. Achso, die Sojamilch sollte ein kleines bisschen warm sein, also entweder lasst ihr sie vorher eine Weile draußen stehen oder ihr gebt sie ganz kurz mal in einen Topf und macht sie wirklich handwarm. Dann braucht ihr 75 Gramm Ahornsirup. Ihr könnt auch 75 Gramm Zucker nehmen. Das gibt dem Milchbrötchen einfach so eine kleine Süße. Außerdem unterstützt es auch noch die Hefe beim Aufgehen. Dazu kommen jetzt noch 25 Gramm Öl. Ich wollte jetzt eigentlich nur Kokosöl nehmen. Allerdings hatte ich nicht mehr genug. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Kokosöl mit Olivenöl gemischt. Und im Grunde könnt ihr auch Margarine verwenden oder jedes andere Öl, das ihr zu Hause habt. Und zum Schluss noch ein Teelöffel Salz, das sind ca. 8 Gramm. Ja, und das Ganze kommt jetzt wie gesagt in meinen Brotbackautomaten und wird für 1,5 Stunden jetzt geknetet mit Zwischenpausen zum Ruhen. Und wenn ihr das jetzt mit Hand knetet, dann kann es sein, dass der Teig ein bisschen klebrig wird. Dann nehmt einfach noch ein bisschen Mehl dazu, damit euch das ein bisschen leichter fällt. Ja, und im Grunde ist es so, je länger und je mehr ihr das knetet, desto besser wird der Teig nachher auch aufgehen. Okay, also bis später. Ja, der Teig ist jetzt fertig geknetet. Hier habe ich mir jetzt schon mal meine Arbeitsfläche bemehlt. Den Teig hole ich jetzt mal raus. Dann braucht ihr auch gleich ein Blech mit Backpapier. Und ich mache aus diesem Teigling eigentlich immer 9 Brötchen ungefähr. Aber im Grunde könnt ihr die auch nach eurem Belieben ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner machen. Ja, sind jetzt bei mir doch nur 8 geworden, weil ich das jetzt einfach Pi mal Daumen gemacht habe. Wenn ihr da sicher gehen wollt, dass ihr wirklich 9 Brötchen haben wollt oder wie viele auch immer, dann nehmt am besten ein Messer zur Hilfe.
So, hier habe ich jetzt noch mal ein bisschen Sojamilch. Damit pinsel ich jetzt die Brötchen ganz einfach noch mal ein. So, die Brötchen könnt ihr jetzt noch mal ungefähr 20 Minuten an einem warmen Ort stehen lassen. Und zwischenzeitlich könnt ihr auch schon mal euren Ofen vorheizen, und zwar auf 200 Grad Celsius. So, jetzt könnt ihr die Brötchen noch mal mit einem scharfen Messer oben einmal ein bisschen einschneiden. Nochmals mit Sojamilch bepinseln. Und die kommen jetzt in den vorgeheizten Backofen für ungefähr eine Viertelstunde. So, ich habe die Brötchen jetzt nach einer Viertelstunde rausgeholt und schon mal ein bisschen abkühlen lassen. Was ich jetzt vorher nicht gesagt habe, ich habe die zwischendurch nochmal mit Sojamilch eingepinselt. Und zwar ungefähr bei der Hälfte, also ungefähr bei 7 Minuten. Und dann halt nochmal ganz normal weitergebacken. Dadurch kriegt ihr auch so eine richtig schöne, weiche, einigermaßen weiche Kruste, wie ihr sie wahrscheinlich auch von Milchbrötchen kennt. Und dann geht es jetzt, wie schon gesagt, an den Belag. Und da könnt ihr, wie schon gesagt, eigentlich nehmen, was ihr möchtet. Tomaten, Pilze, Salat. Oder auch zum Beispiel Aufstriche oder auch süße Aufstriche passen natürlich zu Milchbrötchen hervorragend. Und das ist jetzt sozusagen eigentlich eher ein herzhafter Belag mit Zwiebeln, Avocado und so weiter. Allerdings mag ich sowas sehr gerne. Ich esse auch auf Milchbrötchen sehr gerne salzige Aufstriche, zum Beispiel Pilzaufstriche oder sowas, weil ich diesen Kontrast zwischen dem Süßen und dem Salzigen in dem Fall wirklich sehr gerne mag. Aber ja, ihr könnt ja auch einfach zu Hause dann für euch zum Beispiel Marmelade drauf machen oder so. Ja, bei den Brötchen könnt ihr euch jetzt entscheiden, ob ihr das einmal halbiert, also so. Oder ich mache jetzt halt ein veganes Milchbrötchen-Sandwich sozusagen mit zwei Schichten. Ich schneide es dafür zweimal durch. Hier seht ihr auch, das ist richtig schön fluffig geworden, richtig schön weich. Und die halten auch ein bisschen und bleiben auch ein bisschen weich, also ein, zwei Tage auf jeden Fall. Dann solltet ihr sie aber spätestens auf jeden Fall aufgebraucht haben. So, die Avocado habe ich jetzt hier ganz einfach halbiert und geschält. Die werde ich jetzt sozusagen als Aufstrich benutzen. Ihr könnt sie auch genauso gut scheibenweise auflegen. Und zwar bestreiche ich jeden Teil einmal, ein kleines bisschen Salz und ein kleines bisschen Pfeffer obendrauf. So, dann brauchen wir ein paar dünne Zwiebelscheiben. Könnt ihr auf jede Schicht auch ein paar einfach rauflegen. Dann habe ich hier die Paprika halbiert. Es sind doch diese ganz dünnen, länglichen Paprikas. Die braucht ihr nicht halbieren, die könnt ihr einfach so Scheiben schneiden. Und ebenfalls darauf verteilen. Und zum Schluss den Basilikum. Würde natürlich auch super zu Tomate passen, aber ich glaube, das würde dann ein bisschen zu viel werden. So, zusammensetzen und nochmal ein bisschen festdrücken und fertig ist euer veganes Milchbrötchen-Sandwich. Ja, was mir gerade eingefallen ist, ihr könnt aus diesem veganen Sandwich auch einfach einen veganen Burger machen. Dafür eignen sich auf jeden Fall super die Linsenbratlinge, die ich mal gemacht habe. Und vielleicht noch eine Soße dazu, ein bisschen Salat, Zwiebel, Tomate. Und ihr habt den perfekten veganen Burger. Ja, mal kosten. Ja, Tomate hätte sich hier wirklich super geeignet. Aber wie gesagt, das wäre vielleicht etwas zu viel geworden. Ansonsten ist es wirklich super lecker. Und wie gesagt, das Salzige mit dem Süßen zusammen finde ich eigentlich immer super. Und wie gesagt, ihr könnt da jeden Aufstrich drauf machen, den ihr möchtet. Marmelade, Schokoaufstrich, was auch immer. Also wenn ihr mal was Leckeres zum Frühstücken sucht, dann wären die Brötchen genau das Richtige. Oder auch zum Picknicken. Also wenn ihr jetzt die vorher belegt, einpackt und zum Picknick mitnimmt, das wäre auf jeden Fall der Oberhammer. Und das Rezept ist auch ziemlich einfach, wenn man eine Teigknetmaschine oder etwas ähnliches zu Hause hat. Denn ich kann mir vorstellen, wenn man das mit Hand knetet, dann hat man da wahrscheinlich nicht so oft Lust drauf.
Aber in meinem Fall jetzt, ich schmeiß einfach meine Zutaten in meinen Brotbackautomaten, mach an und dann eine Zeit später habe ich meinen fertigen Teig und kann weitermachen, ohne viel Aufwand. Ja, vielen Dank an Mary Jane für diesen tollen Zutatenwunsch, auch wenn ich da diesmal, wie gesagt, etwas geschummelt habe. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, dann schreibt sie wieder in die Kommentare, die landen dann gleich in der Losbox. Und ansonsten viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!